Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zum Command & Conquer Remastered Edition. Alarmstufe Rot 1, besser auf Seiten der Alliierten, Leute. Genau, und wir waren ja beim letzten Mal hier und hatten uns die Mission mal angeguckt hier mit dem Spion. Genau, Leute, wir müssen nämlich hier oben rein. Gut, Leute, dann würde ich sagen, gucken wir mal hier, dass wir da irgendwie an den Kackhunden hier vorbeikommen. Genau, Leute. Ach, verdammt. Verdammt, Leute. Das geht schon wieder gut los. Mission wiederholen. Aber ich lade es gleich direkt. Na, super. Wie ihr merkt, wahrscheinlich, ich habe das Aufnahmetool gewechselt. Das heißt, Moment, warum geht das Pause-Menü denn jetzt nicht? Hä? Hallo? Moment mal. Egal, Leute. Gut, dann mache ich die Mission halt einfach nochmal von vorne. Und vielleicht, wenn ich die Grafik kann ich auch nicht umstellen irgendwie, ne? Moment. Muss ich gerade mal gucken, aber ist egal. Gut, Leute, dann würde ich sagen, probieren wir das Ganze nochmal. Ja, wie gesagt, fünfte Mission. Wir müssen mit dem Spion hier in diese Waffenfabrik rein. Und die haben das hier geändert. Ich glaube, das war tatsächlich das. Für Königin und Vaterland. Das ist echt ein bisschen doof, dass ich jetzt gerade das Pausenmenü nicht. Eine Sekunde mal. Jetzt? Nee, egal, Leute. Spielen wir erstmal weiter. Wir müssen hier oben rein, Leute. Tanja befreien. Und oh, schaut mal, da ist ein abgestürztes Flugzeug. Tatsächlich. Oh, in der Tat. Gut. Alles klar, Leute. Dann würde ich mal. Oh nein! Oh, in der Tat. Genau, die haben mich nämlich da gerade eben gefressen, die Penner. Bin bereits unterwegs. Gut, Königin in der Leute. Vaterland. Ja, irgendwas ist da in der Tat. gerade Jawohl, Sir. komisch, ja? Oh, in der Tat. Egal, Leute. Beobachten wir einfach mal, wie sie sich hier weiter verhalten. Lauft ihr weg oder was? Ihr lauft weg, ne? Bin bereits unterwegs. Oh, in der Tat. Oh, In der das ist Tat. so knapp. Für Königin und Das ist Vaterland. immer so knapp, Leute. Bin bereits Ich unterwegs. glaube, Für Königin und Vaterland. jetzt, lauft da rein, los. Ah, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder, okay, alles klar. Mission 5. Komisch, warum das eben nicht Jawohl, ging. Sir. Aber gut, alles klar. Jetzt kann ich auch die Grafik umstellen. Gute alte klassische Grafik. Auf hochauflösende HD-Grafik, genau, Leute. Und ja, geht's Gebäude euch gut? infiltriert. Mir geht's sehr gut. Ich habe auch die Lecks wegbekommen, wie ihr seht. Also das ruckelt jetzt nicht mehr so krass. Also ich finde es schon besser so, ja. Gut, wir fahren jetzt mit dem Truck ins Gefängnis. Gut, Noch es 10 ruckelt doch Minuten. mal noch ein minimal bisschen, aber ja, mein Gott. Was? Was zur Hölle? Okay, was war das denn? Naja, gut. Leute, wir fahren mit dem LKW hier hoch. Zack. Hallo Tanja. So, Tanja, mit der Tanja müssen wir. Ach nee, das ist gar nicht die Tanja, das ist der Spion, genau. Hier drin ist die Tanja, Leute. Mit der Tanja müssen wir gleich hier die Flaks kaputt machen. Gebäude infiltriert. Hallo. Batz, 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 batz. Ich glaube, das geht automatisch, ne? Oder? Ja, genau, das geht automatisch und macht die direkt mal kaputt da. Batz, batz, batz. Genau, Leute. Und, hallo? Schießt doch auf die Tonne drauf da. So, los. Weiter geht's. Und ja, wie gesagt, freut mich, dass du wieder dabei seid hier bei der dritten Folge vom Remastered von Command & Conquer. Oder war es schon die vierte? Nee, das ist schon die vierte Folge, ne? Stimmt. Oh, was macht der denn da? Alles klar. Ja, es ist schon die vierte Folge, Leute. Ja. Richtig cool. Und, ja, dieses Projekt hat ein bisschen höhere Aufmerksamkeit. Eine höhere Aufmerksamkeitsspanne, finde ich, weil, wie wir sehen, also ich habe mitbekommen, dass dieses Projekt hier, ja, in den ersten 2 Tagen 300 Aufrufe hat. Das finde ich doch echt mega. So, Moment. Oh Gott.
Okay. Ich trau mich da. Nee. Dann geh ich schnell hier in den Hubschrauber. Schade, ich dachte, wir könnten hier unten noch ein bisschen was platt machen, aber. Das geht anscheinend nicht. Okay. Schade. Gut, dann, Tanja. Geh bitte in den Hubschrauber. So. Weil wir müssen Tanja befreien und jetzt geht die Mission aber erst richtig los, Leute. Der Hubschrauber fliegt raus. Verstärkungen und sind eingetroffen. Da. Alliierte Verstärkungen, genau, Leute. Sind von Süden her eingetroffen. Von Süden her. Verstärkungen sind sehr, sehr gut. So, Leute. Jetzt kriegen wir... Oh, schaut mal die Raketentypen. Die sehen so geil aus, wirklich. Krass. Okay. Unsere Ingenieure hier. Erwarte Ihre Befehle. Ja, Sir. Ja, Sir, genau. Alles klar. Die schicke ich mal auf Seite. 5 Manneken und ein Gummipanzer. Der Gummipanzer kann man da drauf fahren, bitte. Bestätigt. Fahr mal auf die drauf da los. So, dann hätten wir die schon mal weg. Wir müssen uns jetzt nämlich hier oben die Basis erobern, Leute. Genau, und ja, wie gesagt, also ich habe das Aufnahmetool nochmal geändert. Seht ihr daran, dass da oben jetzt ein Timer mitläuft. Finde ich ganz gut, weil da brauche ich eigentlich auch meine Uhr nicht. Keine Ahnung, warum ich die angemacht habe. Oh, da kommt der Panzer. Okay, ja gut, dann schieß mal drauf da los. Auf den nervigen Panzer da. Okay. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, probieren wir das nochmal. Machen wir den hier kaputt, los. Mach den kaputt. Zack. So, sehr schön. Und hier hinten drauf, zack. Der andere Flammturm ist weg, der hier ist auch weg. Ja, sehr cool. Dann würde ich mal sagen, können die sich um den Panzer kümmern und die kommen mal hoch. Sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, speichern wir das Ding nochmal. Und dann hoffe ich, dass euch das genauso gefällt wie mir. Also ich bin ja wirklich nach wie vor begeistert von diesem HD-Remake. Wirklich, das ist bombastisch, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Weil man auch so geil hier umswitchen kann. So, mal einfach da drauf kommen. Das war einfacher, als ich dachte, ne? Mit dem, mit der Basis einnehmen hier. So, dann schieß mal auf den Bauf, bitte. Panzer hören sich an wie so... Ui. Raketenwerfer steht noch da oben. Ach, stimmt. Den habe ich gar nicht gesehen, Leute. Den Raketenwerfer da oben, ne? Ja gut, dann. So, okay. Du hörst mal bitte auf. Und zack. Genau, Leute. Da kommt noch ein Hund. Weg damit. Sehr schön. Alles klar, dann kann der mal hier drauf schießen und dann nehme ich mir den Bauhof, Leute. Wir können nämlich russische Panzer bauen in dieser Mission tatsächlich. Das finde ich sehr gut, was? Ah, irgendwas erreicht. Ein bisschen von allem. Okay, cool. Das war ein Origin-Erfolg, glaube ich, oder ein CNC-Erfolg, genau. Und, ja, das dauert mir gerade ein bisschen zu lange, ne? Die Sounds, die sind einfach viel mächtiger jetzt. So, dann hört ihr mal bitte auf. Nimm nochmal die Energie ganz kurz mit. Dann habe ich noch 4 Invasoren hier, ne? Moment. Das noch. So, Energieniveau ist kritisch, aber ist egal. Wir nehmen uns noch hier ein paar Kraftwerke ein. Ah, so, gut, alles klar. Ja, dann nehmen wir noch die Manneken ein hier, los. Beschädigt das mal. Eieiei. Gut. Alles nacheinander hier reparieren und direkt eine Raffinerie bauen. Leute, sehr, sehr gut. Zerstören Sie alle Flakstellen. Energie niedrig. Ja, ist aber in Ordnung. Die Energie, die habe ich jetzt repariert. Und ich glaube, jetzt geht es schneller. Oder? Ach, nee, Moment. Das war die Spielgeschwindigkeit hier. Grafik. Nee, nicht Grafik. Allgemein Spielgeschwindigkeit. Schneller. So. Dann würde ich sagen, machen wir die Silos da kaputt, oder? Nee, die kann ich ja eigentlich auch einnehmen. die Dinger. Dann brauche ich keine bauen, ne? Gut, dann bauen wir 2 Ingenieure. Und wir haben schwere Panzer, Leute. Von den Russen, die Dinger. Die sind sehr gut. Und, ja, wie gesagt, also viel bessere Waffen hier. Als mit den Alliierten. Das ist einfach so, Leute. Die Russen, die haben... Hier im Command & Conquer haben die viel bessere Waffen. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Und,
Ja, wir haben kein Geld mehr natürlich, klar. Da seht ihr das. Vergleicht mal den Panzer mit den alliierten Dingern. Die sind schon ein bisschen heftiger, ja. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, hör mal auf, Panzer zu bauen, bitte. Dann würde ich nämlich ganz gerne jetzt möglichst schnell die Radarzentrale bauen und dann einen zweiten Sammler. Aber wisst ihr was? Währenddessen können die ja eigentlich schon mal hier den Flammenturm da kaputt, die Flammentürme da kaputt machen, ne? Genau so, Leute. Genau so, zack. Sehr schön. Können wir noch ein Kraftwerk bauen hier? Und dann überfahrt die mal. Oh, das läuft so flüssig jetzt, das Spiel, ne? Das ist unglaublich. Seitdem ich auch das Grafiktool geändert habe, sieht das alles richtig besser aus, Leute. Das sieht so viel besser aus, ich sage euch. Alles klar, dann würde ich sagen, Flugfelder können wir bauen, Leute. Geil. Mache ich auch gleich. Allerdings brauche ich noch einen Sammler und danach bitte Raketenwerfer. Genau, wir können die V2 Raketenwerfer bauen hier. Ist auch eine sehr geile Sache. Oh yeah, mit einem schönen Hellmarsch im Hintergrund. Zack. Richtig cool. Ja, richtig cool. Also jetzt kann die Mission echt losgehen. Genau, mit dem Nazi da im Hintergrund. Genau, Leute. Ja, ich finde das ganz cool mit dem AMD-Tool. Ja, ich nehme es mit dem AMD-Tool auf, weil ich eine AMD-Grafikkarte habe. Hier oben gibt es einen Timer. Ja, habe ich eben schon gesagt, ich weiß. Aber ich finde es einfach geil. So, Leute, Flammenturm, los. Wir müssen uns mal ein bisschen verteidigen hier. Ach, was ist das denn da oben? Ja gut, dann schießt du mal da drauf. Da drauf, da los. Der andere auch, bitte. So, zack. Mach das Ding kaputt. Das will keiner haben hier. Putz. Weg damit. Sehr gut, Leute. Und die alte. Oh, schau dich das an, Leute. Dieser Unterschied. Der ist einfach so heftig, dieser Unterschied. Wirklich. Von der alten Spielweise bis HD-Remake. Ja, das ist schon. Was ist denn das da für ein Rotes da? Sind das Edelsteine? Oder was ist das da? Das ist doch was Rotes. Ah ne, keine Ahnung. Okay, schade. Alles klar, dann würde ich mal sagen, bauen wir nochmal kurz eine Werkstatt. Und dann können wir gleich auch schon angreifen. Moment, ich habe hier noch so einen Minischluck hier ab. Was ist das? Stiftsquelle Lemon. Zitronenwasser daraus. Den Schluck, den nehme ich mir jetzt einfach mal. Konstruktion abgeschlossen. So. Genau, Leute. Und dann würde ich sagen, Werkstatt hier hin. Und baue jetzt endlich mal diese Dinger da fertig. Beziehungsweise reparieren. Ui, was macht der denn da unten? Ach du Heilige. Hör mal auf hier. Na gut, dann hier, zack. Kaputt machen. Los, kaputt machen. Mach den kaputt. Den hier auch, bitte. Bevor der nochmal schießen kann. Ja gut. Okay, der konnte nochmal schießen. Alles klar, dann würde ich sagen, ist das hier unsere Verteidigung? Dann mache ich hier noch kurz zu und dann haben wir es. Haben wir die Verteidigung hier, Leute. Und ja, wie gesagt, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ein Projekt mit höherer... Was ist das denn ein Fass? Mit höherer Aufmerksamkeit. Ich bin nervös. Nein, Quatsch. Alles gut, Leute. ja, wie gesagt, ich freue mich drauf und ja, schwerer Panzer, Raketenwerfer, 3 Stück von jedem am besten. Ah, das ist so komfortabel, ne? Die neue Funktion ist richtig gut. Ja. Und dann würde ich sagen, genau, dann kann ich ja nochmal ganz kurz die Sounds gucken, ne? Weil ich habe ja jetzt hier... So. Ich habe jetzt nämlich eine Möglichkeit, dass ich Audiospur vom Spiel und Mikrofonspur, dass ich die ändern kann. Leute, und das finde ich doch mal sehr, sehr geil. Also ich kann jetzt quasi durch das neue Tool, kann ich quasi ja, 2 verschiedene Tonspuren aufnehmen und dadurch dann meine Stimme noch ein bisschen besser überarbeiten und auch den Spielsound möglichst original halten. Wird gebaut. Ja, und das finde ich doch mal sehr, sehr nice. So, Flammenturm. Kein Geld.
Ach Mensch, Sammler. Uiuiui, da kommt er wieder. Da kommt er wieder angeschissen hier. So, mach den mal weg. Los. Da hat er tatsächlich auch noch auf meinen Sammler geschossen. Unglaublich. Naja, gut, Leute. Ich würde mal sagen, sammelt mal die Edelsteine ein, bitte. Und die fünf Männchen da, die können einfach mal überfahren werden. Zack. So einfach geht das, Leute. Ja, ist ja gut. Die Raketen sehen viel geiler aus hier, finde ich. Richtig cool. So, dann noch ein Flammturm. Oder reicht das von der Energie noch? 40. Nein, das reicht nicht. Okay, gut. Dann reicht das. Und schwerer Panzerraketenwerfer. Nochmal drei von jedem. Und dann würde ich mal sagen, haben wir die Hälfte der Folge voll. Und ja, wir müssen hier einfach alles platt machen. Ne? Die haben ja nicht mehr so viel. Also wie gesagt, so viel ist es wirklich nicht mehr. Erkunde einfach mal ein bisschen mit dem Gummipanzer hier. So, Leute. Gut. Nein, wir bleiben hier. Hier gibt's nichts mehr, okay. Ach, das ist so komfortabel, ne? Mit dem. Mit der Einheitenschlange. Das ist unglaublich. Oh! Ach du Heilige. Was macht der denn da? Ja gut, dann fahr halt hier rein, los. Fahr hier rein, der kommt da über die Brücke gerade angeschissen. Okay, komm, dann, Moment. Dann. Oh nein. So. Da muss ich mich hier um die kümmern. Los. Mach die kaputt. Mach die kaputt. Los. Gummipanzer, fahr mal bitte über die Mannequin drüber. So. Was ist hier unten? Ach du Heilige. Oh, der Sammler. So. Lass mal meinen Sammler in Ruhe hier. Penner. So, weg damit. Sehr gut. Ah nein, dieses Rote hier, das sind einfach nur so... So Kriegsschäden. Okay, cool, Leute. Kommt er da schon wieder angeschissen? Tatsächlich. Der kommt schon wieder angeschissen. Okay. Ja gut, dann reparieren. Und auf den Panzer, los. Weg mit dem. Weg mit dem. So. Geschafft. Alles klar. Oh, diesen Bug hier gibt es immer noch. Das ist geil. Boah, die Einheiten, ne, die sehen richtig schön realistisch aus hier in dem Game. So gut. Nur die KI ist immer noch so strohdumm. Aber okay, Leute. Reparieren. Ach, du Heilige! Ja, toll, das war's dann mit meinem Sammler. Danke. Jetzt sag mir bitte nicht, dass das mit beiden Sammlern war. Penner. Wirklich, ich hatte mir einen Sammler geklaut. Ja gut, dann würde ich mal sagen, ja, kriegen wir hin. Wir müssen einfach nur aufbauen. Ja doch, ist in Ordnung. Gut, dann das Ding nochmal reparieren hier. So. Unzureichende Finanzmittel. Der Sammler ist gelb, ne? Das ist ein bisschen doof. Aber gut, Leute. Das macht Spaß. Ich sage euch, das macht Spaß hier. Oh nein, das macht aber keinen Spaß. Gut. Dann mach schnell. Mach den kaputt. Den Penner. So. Was? Oh mein Gott. Ey. Verdammte Kacke. Hat er mir noch einen Flammturm weggenommen hier. So. Los. Weg mit dem. Ach du meine Güte. Hier geht's ja ganz schön ab, du. Muss ich gar nicht mal so sagen. Also es ist nicht einfach. Absolut nicht. Schwerer geworden, ja. Gut, dann geht ihr alle mal bitte reparieren. Wird repariert. Und ja, Leute, ich hoffe, das gefällt euch hier soweit. Wie wir in Mission 5 der Alliierten schon sind. Oh mein Gott. Tatsächlich, ja. Gut, die ist repariert. Die reparieren sich jetzt alle. Erwarte Ihre Befehle. Der Gummipanzer war der erste, der fertig war. Wird repariert. Würde ich sagen, können wir auch gleich auch schon losmarschieren, ne? Was macht er denn da schon wieder? Wird repariert. So. Die können sich mal hier hinstellen, hier unten. Und die sind auch fertig. Nur sehr cool. Dann würde ich sagen, brauche ich noch zwei davon. Und dann können wir auch schon los, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf. Wir sind bei Minute 20. Ja.
Einheit bereit. Wie gesagt, ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt flüssiger läuft für euch. Unzureichende und ja, auf 720p, das ist irgendwie... Ach, Leute, hört doch mal auf. Lass doch mal meinen Turm in Ruhe. Verdammt noch mal. So, blöder Raketenwerfer. Was war das denn? Okay. Ja gut, dann... mach die kaputt. Wird repariert. Und... Jo, dann würde ich mal sagen, gehen wir los. Reparier den nochmal. Wird repariert. Ja, das passt, Leute. Noch eine Einheit von beidem. Und Gummipanzer. Moment, der Gummipanzer, der kann erstmal nochmal hier ein bisschen erkunden. Ja, ich nenne die immer liebevoll Gummipanzer. Weil die sehen halt aus wie so ein Flummi, ne? Deshalb, ja. Okay, dann würde ich mal sagen, haben wir das ja, ne? Wir haben es erkundet. Alles klar, dann können wir los, Leute. Wir können los. Nimm dir die Armee. In Ordnung. Und fahren wir hier hin. Auch keine Ach du Heilige. Auch keine Probleme mehr mit vielen bewegenden Einheiten. So wie es beim letzten Mal der Fall war. Grafik umschalten. Boah, das sieht so krass aus, Leute. Dieser Unterschied. Wirklich. Schaut euch das an. Boah, das ist schon nice, ja, muss ich sagen. Ist schon nice. So, dann Angriff. Macht ihr kaputt. Kaputt machen. Alle kaputt machen hier, los. So. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir das mal weiter hier. Wir müssen alle Einheiten kaputt machen. Also, zack. Weg damit. Weg mit dem. Weg mit dem Turm. Ja, man muss immer schön viele Raketenwerfer dabei haben, Leute. Damit wir da die Türme schnell kaputt kriegen. So. Hier noch die... Oh, die Raketenwerfer, Leute. Schaut euch die an. Das ist so gut, wirklich. Ja, ich lasse die Spielgeschwindigkeit erstmal so, weil ich finde, das macht so ein bisschen... Das macht so mehr Spaß. Alles klar. Der Sammler ist weg. Und da kommt der nächste Sammler. Leute. Zack. Und weg mit dem Sammler hier, los. Weg damit. Weg damit. Die Raketen. Meine Güte. Mach die kaputt, du kriegst keine Kohle mehr. Aber wie viel hatten der hier? Verdammt nochmal. So, Leute. Da haben die Hunde tatsächlich mein Mannequin gefressen. Das ist doch unglaublich, wirklich. Den kaputt machen. So. Dann gehst du mal auf die wichtigen Gebäude hier. Los, Waffenfabrik. Bauhof. Alles in HD-Style hier. Wegmachen. Der braucht Mannequin, ja, ich merk's schon. So, er hat alles verkauft, Leute. Er hat alles verkauft, das heißt, fahrt mal alle hier hin. Los. Wo wird unser Stützpunkt angegriffen? Missionsverluste. Okay, krass. Das war's schon. Geil. Das war's schon, Leute. So wunderhübsch. Aber dabei so störrisch. Genau. Das war diese geile Cutscene, Leute. So, Bonusgalerie freischalten, abschließend Tanjas Geschichte. Sehr, sehr cool, Leute. Und wir hatten 5000 Kohle. Wir haben viel mehr platt gemacht als der von uns. Und ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter hier. Genau, mit der kleinen Europakarte hier. Als nächstes geht es tatsächlich nach Griechenland. Allerdings, Leute, ich gucke mir nochmal ganz kurz die Bonusgalerie hier an. Oh nein, 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 das war falsch. Hier, Bonusgalerie, Leute. Behind-the-Scenes-Aufnahme zur Choreografie von der Befragung von Tanja. Hinter der Kulissenaufnahme des Briefings zur Alliiert-Mission Tanjas Geschichte. Krass. Okay. Ah, das ist ein Krankenwagen, genau jetzt, ne? Oh, Krankenwagen. Geil. Der Kane, der ist ja die ganze Zeit dabei, ja? Ah, ne, das ist der Typ, okay.
Cool. Wir können so ein bisschen so Sneak Peek mäßig hier so mal reinschauen. Einfach und ja, dann. Ja, Leute, ich würde mal sagen, was ist das denn hier? Ah, kann man das hier drinnen? Ah, man kann hier ein bisschen vorspulen, tatsächlich. Okay. Da ist er wieder, der Kane. Cool. Ach, wie cool. Das ist so geil. Oh Mann. Aha, okay. Jo, Leute. Dann würde ich mal sagen, haben wir jetzt mal ein bisschen, gerade mal ein bisschen da reingehört. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter hier. Missionen, Auswahl 6a oder 6b? Ich würde mal sagen 6a, komm. Kommt jetzt die coole Cutscene wieder. Glaube schon, oder? Oh, auf Twitter geht es gerade wieder ab. Meine Güte. Ah ja. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Die Informationen, die Tanya mitgebracht hat, waren von unschätzbarem Wert. Würden Sie das nicht auch sagen, Stavros? Ja. Unsere Analyse ist fast fertig. Nein, 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 bleiben Sie sitzen. Ich bin spät dran. Es tut mir leid. Meine Uhr ist kaputt. Professor Einstein. Es ist mir eine Ehre. General Nikos Stavros. Angenehm. Professor, darf ich Ihnen den Commander vorstellen, der Sie gerettet hat? Commander, das ist Professor Albert Einstein. Ja, ja, sehr aufregend. Diese Aufklärungsbilder wurden in einer G-Zone nahe der Ägäis gemacht. Professor, können Sie vielleicht irgendwelche Details interpretieren? Ja, nach allem, was ich gelesen habe, ist das Stalins Hauptforschungslabor. Die arbeiten an einer neuen Art von Abwehrwaffe. Oh ja, 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 genau das ist sie. Der eiserne Vorhang. Er basiert auf Teslas Theorie von schwingenden Molekülen unter der Einflussnahme einer besonderen. Was genau tut der eiserne Vorhang? Tun? Naja, nach der Theorie macht er offenbar Gegenstände unverwundbar. Ein Fahrzeug oder Gebäude, das diesem Effekt unterliegt, ist theoretisch nicht mehr zu beschädigen. Unglaublich! Ich wusste ja, dass Teslas Experimente mit solchen... Vielen Dank, Professor. Das ist alles, was wir wissen wollten. Wir können nicht zulassen, dass die Sowjets weiter nach diesem Gerät forschen. Was wissen wir sonst noch über das Forschungslabor, Stavros? Nikos, könntest du deine persönlichen Verluste mal für einen Moment vergessen, bitte? Ja, natürlich. Außer zur Forschung und Entwicklung dient diese Basis auch als Anlaufstation für sowjetische U-Boot-Aktionen, deshalb auch die starke Cyborg-Präsenz. Soweit wir das sagen können, wird hier der einzige existierende Prototyp des Eisernen Vorhangs aufbewahrt. Wir wissen allerdings nicht, ob er schon funktioniert. Commander, Ihr Auftrag ist klar. Verschaffen Sie sich Zugang zur Basis und zu den Labors und vernichten Sie alle Unterlagen und Prototypen dieses Eisernen Vorhangs. Ah ja, Leute, hier kam also zum ersten Mal Einstein ins Spiel. Alles klar, Leute, dann würde ich mal sagen, ja, das ist jetzt natürlich cooles Timing hier mit der Mission, ne? Wir bauen uns noch kurz auf, wir sind nämlich fast am Missionsende tatsächlich schon. Und ja, dann würde ich mal sagen, machen wir hier nochmal kurz hier das Grundgerüst. Und dann sage ich schon mal, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und sind schon bei Mission 6, ne? Das ist so krass. Und ja, dann würde ich sagen, ja, lasst mir doch ein Like oder Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, dann wünsche ich euch, wenn ich die Folge esse, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.